Willkommen zurück, Leute, zu Super Smash Bros. Brawl. Wir befinden uns im Wald. Im letzten Part haben wir ein bisschen mit Ike und Mars die verlorene Festung aufgeräumt. Tja, und ich würde sagen, der Wald, ne, der muss jetzt auch gerockt werden. Ich weiß noch, wie episch ich damals, das damals fand mit Link, wo er das Masterschwert rauszieht, voll. Oh. So, jetzt bekomme ich zum einen sehr vertrautes Gameplay und dann Gameplay, das ich überhaupt nicht kenne. auf jeden Fall spielen wir mit Link am Anfang. Ja, wobei ich sagen muss, ich habe es im Stream relativ deutlich gemerkt, dass ich mit Toon Link doch ein bisschen besser klarkam. Im Endeffekt, willst du mit dem Boomerang spielen, Meister? Das kannst du natürlich kriegen. Oh ja, wir stellen uns wieder crazy ass gut an. Zack, und nimmt das noch hinterher. Wunderbar. Ungefähr. Der bringt gar nichts, oder? Mr. Saturn? Ich glaube, der bringt nicht viel. Ich das nicht so täuscht jetzt hier. Wow. Okay, ich muss ein bisschen. Muss vielleicht doch ein bisschen vorsichtiger spielen. Ich fühle mich mit Link zu wohl. Ja. Ich fühle mich mit Link viel zu wohl. Das ist eigentlich kein Zustand. Man darf sich nicht zu wohl fühlen, weil dann läuft es nämlich darauf hinaus, dass man vollkommen verkacken wird. Wobei, das ist immer gut. Ey, du kannst auch langsam mal down gehen. Dankeschön. Das gerade, was kann der? Granet. Der kann ganz schön viel. Yoshi. Ich habe keine Ahnung, wie ich mit Yoshi zu spielen habe. Oder was Yoshi kann. Was kannst du denn? Kannst das einsaugen, stampfen, Eierwurf und sowas Unkontrollierbares wahrscheinlich. Vor allen Dingen... lass los. Vor allen Dingen mit dem Classic Controller. Nicht wirklich kontrollierbar. Na gut, immerhin. Immerhin ist er relativ durchschlagend, habe ich so das Gefühl. Das ist angenehm. Es ist... nicht ganz so krass scheiße, wie ich angenommen hätte, mit Yoshi zu spielen. Also ich verliere noch nicht mein Glauben. Ah, die Attacke ist vielleicht doch gar nicht mal so das... Oh, die Viecher. Die Viecher sind das Nervigste hier im Spiel, habe ich so das Gefühl. Vor allen Dingen, wenn die so aus dem Boden kommen. Das ist doch voll... Nein, das ist... Nein, Yoshi, Mann. Das war voll die gute Attacke von dir. Wobei Link ja fast genau die gleiche Attacke hat, ne? Machen wir uns mal nichts vor. Wow, ich darf sogar eine Stelle deswegen überspringen. Ich musste den einen nicht mehr besiegen. Link, würdest du bitte... Nein. Nee, willst du nicht. Hilfe! Warm spielen. Spiel dich ein. Okay, warm spielen ist gelungen. Ich den letzten Part auch gerade aufgenommen. Also von daher. Sollte warm sein, aber die neuen Gegner hier, die sind noch ein bisschen krass für mich. Es ist halt leider so, ne? Im heftigen Modus ist es tatsächlich so, dass du dich auf jeden Gegner so ein bisschen neu einstellen musst. Das ist Wahnsinn. Da ist der rettende Ausgang, oder? Ich sehe doch das Licht da hinten. Ja, Mann, da ist doch die Tür. Also ich denke eigentlich, dass nach jeder Tür so ein Speicherpunkt ist, ne? Also wenn ich jetzt Game Over gehe... Okay, du darfst nicht auf den draufstehen. Wenn ich jetzt Game Over gehe, dann sollte ich da wieder anfangen, hoffentlich. Fortsetzen. Wir werden es live zusammen erleben. Ja, ich lade euch ein auf diese epische Reise.
Jo. Okay, alles ist gut. Kommt noch einer. Da kommt noch einer. Das weiß ich. Hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, aber hey. Ah, nur so Vogel. Nein, 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 runter da, Link. Boah. Ah, ich sehe schon, das wird eklig. Da wollen sie es wieder wissen, ne? Wollen sie es auf jeden Fall wieder wissen. Die Dinger sind scheiße. Okay, man lässt sich erstmal... Ja, man drückt am besten nichts. Einfach nichts drücken. Einfach nichts drücken, dann kommst du hoch genug. Oh, oh. Ah, schade. Ich hätte halt wieder lieber Energie gehabt. Was bist du nochmal mit dir? Poon, Poon, Poon will's auf jeden Fall wissen. Schade. Meine Güte, lass mich doch mal in Frieden. Gibt's hier hinten vielleicht Energie? Das wäre nett. Boah, ein Baseballschläger. Ein Baseballschläger ist sehr, sehr, sehr gut. Ziemlich die beste Attacke, beste Waffe, die man fast haben kann, wenn man sie auch einsetzen will. Ansonsten habe ich den Baseballschläger, wenn wir mit Items gespielt haben, meist immer so benutzt, dass ich einfach nur geschmissen habe. Weil der auch als geworfene Waffe ziemlich cool war. Ich glaube, in Smash Bros. 64, das habe ich mit meinem Bruder halt auch extrem... Also ich habe Smash Bros. Eigentlich meist immer nur mit meinem Bruder gespielt. Und Smash Bros. 64 hatten wir, wenn mich nicht alles täuscht, noch die Items an. Das würde mich zumindest wundern, wenn wir das nicht hatten. Konnte man die da überhaupt wirklich ausstellen? Ging das? Ich weiß das gar nicht mehr. Es ist so lang... Das ist aber echt krass lange her, muss man sagen. War ja doch zur normalen Schulzeit. Nicht irgendwie Berufsschule oder so. Und so ein Crap, sondern richtig Schule. Solltest nicht nochmal springen. Solltest du nicht. Lass dich doch fallen. Danke. Ja, ich darf euch wirklich sagen, ich freue mich extremst auf diesen GameCube-Controller. Denn damit sind Sprünge, die man eigentlich nicht ausführen wollte, endlich AD-Geschichte. Sind passé. Passé, sagt man. Ja, manchmal hat man das ja, dass man ein Wort sucht und es nicht mehr... Schade. Und es nicht mehr findet. Ich find's nervig, dass es immer so lange dauert, bis der Charakter wieder da ist. Das hätte ruhig... Na, ist unnötig wahrscheinlich, aber komm. Das hätte ruhig anders geregelt werden können. Komm, Link, nein, 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 lass dich hier nicht verarschen. Du nimmst das mit, ja. Das ist nämlich gar nicht mal so sinnvoll hier, merken wir. Die Gegner dafür eigentlich zu viel aushalten. Nein, nein, spring, spring, er springt nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. So hätte es halt laufen sollen. Läuft, nein, lass mich in Ruhe, kleiner Mann. Lass mich in Ruhe, kleiner Mann. Er will's wissen. Auch er kriegt die Packung da. Was? Ist doch... Ich dachte gerade, das wäre ein Pokémon. Ist aber kein Pokémon, oder? Sieht so aber aus wie ein Pokémon. Richtig niedliches, süßes Pokémon. Zwei davon sind unfair. Fuck. Okay, okay. Das war gut, das war gut, das war gut. Jetzt noch einmal hier schön so und bam, 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 bam. Tschüss. Ich hatte die Hoffnung, es gibt Energie, aber ich hatte die Hoffnung, es gibt ein bisschen mehr Energie dafür. Okay. Ja, okay, das wird schon wieder nichts. Sei bitte schnell, was... Kann ich da mich so dranhängen? Nein, ey, das kriege ich mit dem Controller. Moment. Das geht nicht. Und es ist schon wieder verkackt. Okay, Okay, jetzt geht's nicht mehr weg, oder was? Würden Sie bitte... Ich will auch nicht zu... Ja, okay, es geht. Ja, ich will da nicht zu dicht dran, weil dann habe ich wieder... Probleme! Das wollte ich nicht. Schmeiß das weg. Autsch. Ja, toll.
Wer war nochmal mein anderer? Ja, Yoshi. Ach, Yoshi. Hey, du warst der andere Charakter? Dann ist ja alles gut, wa? What the fuck? Die B-nach-oben-Attacke ist aber irgendwie nicht zum Retten, oder? Bei Yoshi? Ist es so, dass sie nicht wirklich zum Retten ist? Ich glaube, hiernach ist Schluss. Hiernach könnte Schluss sein, aber... Das werde ich hart verkacken, weil ich das mit Yoshi nicht hinkriegen werde. Bei ist besser, läuft als gedacht, aber den Treffer hätte ich besser nicht kassiert, weil der war echt zum Kotzen. Nein, 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 noch ist alles... Noch ist alles cremig, noch ist alles cremig, Yoshi, noch ist alles cremig, du hältst definitiv mehr aus als erwartet. What the fuck, ich weiß nicht, was die... oh mein Gott, da kommt noch einer. Es war fast klar. Ah, nein! Schade. Dieses Mal sieht es doch netter aus für uns, oder? Also, saugeil. Saugut. Wenn ich mir so die Lebenanzahl hier anschaue, dann ist das auf jeden Fall gut. Es war auch ein sehr schöne Treffer, die wir hier landen. Ja, geht schon freiwillig in den Tod. Du machst es halt so. Okay. Und das ist Ziel. Wie schön ist das denn? Hey, hallo Ziel. Ich mag dich. Stage gemeistert. Primide, Stürmer Daisy, Eliwood, Fire Emblem, alles klar. OMG, wie geil. Auch wieder nur eine 10-sekündige Sequenz. Können wir ruhig mal jetzt nur so am Anfang hauen sie die langen Dinger raus, ne? Und danach wird das alles so blub, voll kurz. Forschungsstation kommt als nächstes, oder wie sehe ich das? Ja, die Forschungsstation kommt als nächstes, aber erst im nächsten Part, Leute, denn... Ja, ich werde bei Brawl die Parts ein bisschen kürzer halten. Ist einfach so. Meine Güte. Ich finde es aber auch nicht so schlimm. Kurze, knackige Dinger kann man sich zwischendurch, ne? Kannst dir ein Brötchen dabei reinziehen. Ast rein. Geile Sache. Finde ich immer super. Und außerdem ist es für mich auch einfach einfacher, weil, ne? Ich bin ja auch nebenbei arbeiten. Bla, ihr wisst es. Leute, wir sehen uns. Bis dann und ciao.